Mit dem zweiten Orden können wir jetzt also auch Zerschneider einsetzen. Das tun wir nun zum ersten Mal hier vor dem Galaktikgebäude, das wir anstreben. Dieser Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Möchtest du Zerschneider einsetzen, obwohl keines deiner Pokémon die Attacke beigebracht bekommen hat? Ja, ein wildes Bidizar setzt Zerschneider ein, um dir zu helfen. Schon wieder ein Bidizar? Bin mal gespannt, was später bei Surfer, Kaskade oder Stärke kommt. Ich glaube, es gibt gar keine Kaskade hier. Und warum haben die eigentlich Zerschneiderbüsche vor ihrem Gebäude? Just saying. Wenn wir rausgehen, muss ich nur mal um die Ecke gucken. Team Galactic ist nicht an der Welt interessiert. Wir greifen nach den Sternen, wie der Name schon sagt. Willkommen bei Team Galactic. Bist du auch hier, um uns deine Pokémon zu spenden? Was nicht? Dann verlass uns bitte sofort unser Grundstück. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens, oder? Tut mir echt leid, aber Kinder können keine Mitglieder bei Team Galactic werden. Ich habe so die Befürchtung, das hätte ein Doppelkampf sein sollen. Das jetzt nicht so funktioniert hat, weil ich die angesprochen habe, wusste ich ja nicht. Ich wusste ja nicht, dass die jetzt explizit kämpfen wollen. Weil rechts der steht da und wartet auf besser Wetter, ne? Ja, in der Arena, in der Pflanzenarena, war halt vor allen Dingen Panpyro gefragt. Jetzt haben wir wieder Screentime für Barmelin. Ich bin auf dem schnellsten Wege zum dritten Teammitglied, auch wenn im letzten Part nach der Arena der Untergrund noch erkundet wurde. Aber das sollte man auch auf jeden Fall mal gezeigt haben. Der Untergrund, meine Damen und Herren. Wir haben ein bisschen was ausgegraben. Aber nicht so viel, wie man es machen würde, wenn man, ja, keine Ahnung, einen Wasserstein sucht oder ein Fossil. Ich hatte drüber nachgedacht. Ein bisschen. Schilterus. Also es gibt im Pokémon Perl ja das... Ich weiß nicht, wie genau das Fossil heißt, aber auf jeden Fall das Fossil, das Schilterus gibt. Und ich habe drüber nachgedacht, Schilterus als Teammitglied, aber nee. Wirklich zu wenig Angriff. Aufgrund der Abwehr. Aber du bist doch noch ein Kind. Oh, guck mal. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Wehe, du funkst uns dazwischen. Schon passiert. Und nicht zum ersten Mal. Du wirst mich noch kennenlernen, Rüpel. Oh, er zieht alle Register, ich sehe schon. Da kriege ich weiche Knie. Doch, du schaufelst dir dein eigenes Grab. Auch keine Chance für Biss bekommen. Panikon, ja, dasselbe wieder. Ich danke dir für die guten EP. Ich werde sie nicht wasten. Ich werde sie in Ehren halten, die Erfahrungspunkte, die ich gewonnen habe aus diesem Kampf. Langsam kriegen wir gar keine richtigen erhöhten Balken mehr, weil es ist ja... Prompt mischst du dich ja ein, war ja klar. Richtig. Okay. Und hier so... Team Galactic arbeitet hart daran, neue Energiequellen für die Zukunft zu finden. Das ist löblich. Unsere Pläne sind unfassbar. So unfassbar, dass selbst ich sie nicht verstehe. Das hält mich aber nicht davon ab, jeden zu bekämpfen, der sie durchkreuzen will. Blinder Gehorsam. Ich will jetzt nicht über die Geschichte der Menschheit philosophieren und was da schon alles schiefgelaufen ist, weil man den falschen Führern vertraut hat. Aber gut. Das hier können wir noch zurechtbiegen. Bevor Schlimmeres passiert. Der Witz ist, dass die meisten Verbrecherorganisationen in Pokémon-Spielen haben ja eigentlich auch gute Intentionen. Ne? Außer vielleicht Team Rocket. Team Rocket ist einfach nur Ganoven. Aber Team Galactic und so, die, ja, weiß nicht, oder Team Plasma, Team Flare. Die haben einen Gedanken, der zunächst, glaube ich zumindest, ich kann mich jetzt auch nicht mehr an jedes Detail erinnern, weil oft ist derselbe Quatsch. Die wollen was Gutes erreichen, aber machen es auf einen schlechten oder falschen Weg und das ist halt immer das Thema. Ich habe versagt, bitte verzeiht mir. Wobei die Neueren, ne, die Hip-Hopper und die ganzen Leute, die sind halt auch wieder umstritten. Ne? Mal schauen, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer stibitzt.
Gut, Team Yell zum Beispiel. Ja, Team Yell will auch nur die Mary und Co. anfeuern. Team Galactic, also diese Frisuren kann ich gar nicht ab, also das macht's. Ich bin echt kein Team Galactic-Fan auf Dauer. Also lieber Team Rocket, Magma, Aqua oder Plasma. Team Flair finde ich auch scheiße. Wobei die Anzüge sind noch okay, aber es ist eine wilde Zeit gewesen für die gegnerischen Teams in Pokémon-Spielen. Da reiht sich Mainstream eins nach dem anderen in die Reihe. Was soll das denn? I'm not Daisy. Wir erforschen, ob man die mysteriöse Kraft der Pokémon nutzen kann, um neue Energie zu erschaffen. Ja, das ist doch, klingt doch gar nicht so verkehrt, ne? Forschung? Ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute extra vorbeikommen, um uns ihre Pokémon zu spenden. Ja, die müssen auch Zerschneider drauf haben, habe ich gehört. Witzig, dass sie erst so eine Pose einnehmen, wo sie sich komplett den Rücken verrenken und dann stehen sie doch wieder aufrecht da. Muss ich das verstehen? Mir gehen auch die AP aus, wenn das so weitergeht. Das ist sehr effektiv. Hallo, erbärmlicher Wurm. Gut. Rüpel klatschen Deluxe, ne? Ja, ich bin begeistert. So, und jetzt könnt ihr mich zum Chef bringen. So allmählich. Wer ist denn hier der Obermacker? Das Level Up ist in greifbarer Nähe. Down. Vampiro 24. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Pflaumenkuchen. Frag doch nicht so blöd. Ohne zu hinterfragen, alle Aufträge ausführen, das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Welt, die unser Boss erschaffen wird. Großartig. Xaver, was soll dein Gelaber? Zeit für Biss. Zeit für ein Biss. Oh ja. Hier beiß ich schön in die Hüfte. Ins Schienbein. Bis zum Morgengrauen. Bis es quietscht. Damit kommst du nicht davon. Gewöhnliche Leute wie du verstehen die Ziele des großartigen Team Galactic einfach nicht. Gut, ich ehrlich gesagt auch nicht. Komm schon, ist nicht so kompliziert. Hier sind wir ganz oben. Wer seid ihr denn? Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Ach, bist du der Rattypi, der Rainer? Was hast du denn hier verloren? Ach, was frage ich überhaupt? Du willst die Pokémon befreien, stimmt's? Als ob ich das erlauben würde. Aber das G ist schön. Wer bist du denn? Jupiter. Gar nicht mein Fall. Ein Bein ist frei. Muss ich doch komisch anfühlen, oder? Wenn sowas ungleichmäßig wäre, ich glaube, das würde mich enorm stören. Wir dürfen ja schon bald wieder looken, wann sich Barmelin entwickelt. Das könnte so Level 24 rum, wenn ich mich nicht täusche, gewesen sein. Wie anmaßen, versuch dich mal hieran, du Balk! Was dann mit Zubat? Da geht er down, da geht er down, da geht er down! Haha. Skuntank. Oha, schon die entwickelte Form des Stinktiers, das wir noch nicht sahen im Vorfeld. Das ist Unlicht. War Kampf auf Unlicht sehr effektiv?
Ich möchte das gerne überprüfen. Kampf auf Unlicht. Nein, doch. Was eigentlich mit Unlicht auf Unlicht? Nicht effektiv. Interessant. So, und warum war das normal effektiv, wenn ich fragen darf? Hilft nix, Aquaknarre. Und das, obwohl gerade der Spezialangriff gesenkt wurde. Hui, ich muss schon sagen. Good job! Barmelin wurde geopfert. Ich glaube, das erste Mal, dass ein Pokémon von uns down geht im Let's Play. Dass ich hätte auswechseln können, aber ja. Mach Steigerungshieb. Wenn, dann steigern wir uns in die Sache rein. So wird ein Shoot raus. Zwei, dreimal und... Nee, dreimal muss es sein und dann... Dann haben wir die Chose. Wirst du es überleben, Panpyro? Ich muss drauf bestehen. Der Skuntank hat doch bestimmt ein paar fiese Tricks auf Lager. Ja, der dritte ist der Knockout. Oder auch nicht. Schwer zu sagen. Fürchte, leider so ganz wird es nicht klappen. Muss schon gestehen, das zeigt die Vorzüge von Bären. Da verschwendet man keinen Zug in brenzligen Situationen. Aber gesteigert wird sich trotzdem weiter. Gut, wenn das alles ist, was er kann zum Angreifen, Flammenwurf, dann sollte ich besser nicht, auch wenn das ein Critical Hit war, dann sollte ich nicht anfangen zu weinen, denn jetzt bist du down. Flinkklaue macht sich schon bezahlt. Wow, Finalschlag, was ist mit dir los? Knappikowski, sehr interessant. Von einem Kind fertig gemacht. Ich hätte nicht so unachtsam sein dürfen. Ach, kein Kommentar. Na, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchungen der Pokémon-Statue sind ohnehin abgeschlossen. Und Mars hat derweil die Energie des Windkraftwerks gesammelt. Aber eine Sache verrate ich dir noch. Unser Boss erforscht die alten Mythen über Pokémon. Mit der Macht der legendären Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere. Klar? Das ist meine letzte Warnung. Wird Zeit, dass wir den kennenlernen, den alten Zyniker. Dank dir habe ich mein Pipi zurück, aber dieses Team Galactic, sie haben einfach gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum, also her damit. Was denn das für eine Logik, man könnte fast meinen, sie kämen selbst von einer anderen Welt. Naja, jetzt sind die jedenfalls weg. Ich danke dir vielmals. Schau doch bei Gelegenheit mal an meinem Radladen vorbei, damit ich mich anständig bei dir bedanken kann, ja? Das wurde schon häufig gesagt, mit dem Pipi kommt aus dem Weltraum, da gibt es ja mehrere Anime-Folgen. Die das immer und immer wieder behandeln. Warum ausgerechnet Pipi die Alien-Sorte an Pokémon sein soll, begreife ich auch nie. Wurde halt so gesagt. Vielleicht ein Running Gag. Eventuell ist es ein Running Gag. So, ich will auch hier gucken. Guck mal, das ist noch ein Büschlein. Wildes Bidiza, Dankeschön. Das ist angenehm. Raub! Raubt mir den letzten Nerv. Sonst nichts. Lol. Man drückt nicht mal rein. Der betritt automatisch die Tür. Das ist interessant. Hier noch irgendwas versteckt? Da ist doch was im Busch. Nein? Dann nicht. Okay, es gibt viele Sachen, die wir tun können. Erstmal zum Radladen, wie versprochen, wie gesagt. Rainer mit AI, ganz wichtig. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Lass mich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit wenigstens ein Fahrrad schenken. Komm mal bitte eben mit. Also bin ich genug Modelle stehen. Bei der Farbe deines Fahrrads hast du übrigens die Qual der Wahl. Für welche entscheidest du dich? Blau, Rot, Gelb, Grün. Alter, die ersten vier Pokémon-Editionen.
Und zwar, naja, die Reihenfolge ist durcheinander. Ja, Sonic Blau, Schlümpfe Blau, Darmstadt 98 Blau, let's go. Das blaue Fahrrad soll es sein, yep. Eine vortreffliche Wahl. Ein derart kühnes Blau erfrischt fast so sehr wie ein Wasserstrahl von Shigi. Shigi, mein Lieblings-Pokémon, wenn ich eins benennen muss. Die Farbe passt wirklich perfekt zu dir. Du erhältst das Fahrrad. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Drücke B, um zwischen den Gängen zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht so schnell, kannst dein Rad dafür aber leichter manövrieren. Im zweiten Gang fährst du schnell wie der Wind. Damit kannst du im Nu Hänge hinaufdüsen, die du im ersten Gang nie bewältigt hättest. Also schwing dich in den Sattel und erkunde all die schönen Routen und Städte mit dem Fahrrad. Tschüss. Wähle das Fahrrad über die Basis-Item-Tasche deines Beutels aus und schwing dich in den Sattel. Drücke den B-Knopf, um den Gang zu wechseln und so die Geschwindigkeit zu erhöhen. So, das ist normal. Okay, haben wir gut under control. Sag mal, ich will das Fahrrad ausprobieren. Nerv mich nicht. Oh wow, das ist ja ein Fahrrad. Damit kannst du über den Radweg direkt nach Herzhofen fahren. Probier's mal aus, das ist ein Riesenspaß. Er lässt mich nicht weg. Ist interessant. Stellt euch vor, irgendjemand Fremdes sagt euch, was ihr zu tun und zu lassen habt. Ja, wie es so ist, ne? Im zweiten Gang ist es schwieriger zu kontrollieren. Aber man wünschte sich, man könnte es besser kontrollieren, ne? Die wollen nur, dass du den richtigen Weg nimmst. Und wir gehen den richtigen Weg, ab nach Süden. Hey, yo, ab in den Süden. Wie steige ich denn wieder vom Fahrrad ab? War so gefragt. Hey, let's play Markus. Wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin doch Professor Albis Assistent und außerdem der Vater von Lucia. Ich bin eigens hergekommen, weil dich der Professor gebeten hat, dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Also, wie vielen Pokémon bist du schon begegnet, wenn ich fragen darf? Der will ja 35 und wir hatten 34 Pokémon gesehen. Und jetzt? Ach du liebe Zeit, du hast 38 Pokémon getroffen. Fantastisch. Reife Leistung. Professor Eibe wird sehr erfreut sein. Hier, das ist für dich. Du erhältst ein Sonderbonbon. Yeah. Gib man einem Pokémon ein Sonderbonbon, steckt er sofort ein Level auf. Damit kannst du schwächere Pokémon stärker und starke Pokémon noch stärker machen. Wie du es einsetzt, natürlich dir überlassen. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Möglicherweise gehorcht dir ein paar Tausche altes Pokémon nicht, wenn sein Level zu hoch ist. Doch wenn erstmal ein paar Orden gesammelt hast, wird es schon. So, hier darf ich jetzt durch. Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, kannst du problemlos überall hin. Schreibt man das wirklich zusammen? Überall hin? Hätte ich auseinandergeschrieben. So, gute 206. Fantastisch. Ein großer Radweg. Hi, macht dir das Fahrradfahren Spaß? Ja, nö, Fahrrad, ja. Also als Kind war ich ich bin viel Fahrrad gefahren als Kind. True that? Oh, er wird mich vernichten. Ich habe meine Pokémon nicht geheilt. Kommt davon. Wir haben Vitalkraut. Na, müssen wir wohl. Da müssen wir in den sauren Apfel beißen hier. Ich habe wirklich keine Lust, hier baden zu gehen. Ich setz Doppelteam ein. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es hackt. Ja, so oder so. Frage ist, kann Barmelin das alleine? HP sind auch down. Ich bin so doof, ne? Das kommt von der Heilfaulheit. Du hast den Gegner verfehlt wegen Doppelteam. War klar, dass das überlebt. Aber es ist das einzige Pokémon, was der hat, deswegen ist nochmal schief gegangen. Auch wenn jetzt durch das Vitalkraut
die Sympathie von Barmelin ein wenig leidet, ist Biker Axel doch bezwungen. Du bist gar nicht schlecht. Ich gehe jetzt aber mal ganz sofort mal ein bisschen heilen. Ich werde mich beeilen mit dem Heilen. Um Gottes Willen. Was ist denn nur los mit mir? Wo ist Pokémon Center da? Mitten in der Mitte. Überall sind Fahrradstände, die nicht genutzt werden. Hab ich eigentlich mit allen Leuten geredet? Das Haspiro kommt mir so fremd vor. Überprüfen wir das doch mal. Endlich habe ich mein Pokémon zurück. Ich bin so glücklich, dass ich am liebsten sofort mit ihm in den Radweg entlangfahren würde. Ach so, weil wir Team Galactic bezwungen haben. Hallo, junger Trainer. Welche Pokémon hast du denn dabei? Mit dieser App für den Pocket kannst du sehen, wie sehr dich deine Pokémon mögen. Oha, jetzt die Pocket-App Zutraulichkeitsstatus. Du installierst die App auf dem Pocket. Mit dem Zutraulichkeitsstatus kannst du prüfen, welche Pokémon dich besonders mögen. Ja, braucht man für die Pokémon, die sich durch Sympathie entwickeln. Wie Togepi oder Pichu. Wende ein Beleber auf ein kampfunfähiges Pokémon an, um es wieder fit zu machen. Habe ich nicht. Wir könnten ja mal schauen, was wir jetzt in den Laden kaufen können, nachdem wir den zweiten Orden errungen haben. Vermutlich besagten Beleber. Das könnte ich mir vorstellen. Aber gut, dass wir anderswo zum Vitalkraut gegriffen haben. Das hat uns jetzt den Popo gerettet. Nee, gibt noch keinen Beleber für uns. Puh, im Ewigkeit habe ich ganz schön in der Klemme gesteckt. Von jetzt nehme ich immer und überall ein Fluchtseil mit. Das ist sicherer. Haben wir. Wie komme ich denn auf die Schnellwahl? Wenn ich jetzt sofort aufs Fahrrad will. Favorit. Und jetzt? Was muss ich denn drücken? LR. Minus. Steuerkreuz. Das ist zwar Favorit, aber ich sehe gerade noch nicht, mit welchem. Registrieren. Drücke Plus, um es einzusetzen. Okay. Favorit und Registrieren ist nicht dasselbe. Ich hätte es gedacht, aber es ist wohl nicht so. Eventuell kann man mehr als 4 Favoriten haben. Alter, ich rase automatisch den Fahrradweg runter. Ring, Ring, pass auf, wo du hinfährst. Oder wolltest du mich herausfordern? Ja, deswegen bin ich hier. Schöner Fahrradhelm übrigens. Oleg, Oleg. Hatten wir einen in der Klasse. War ein Russe. Der Oleg. Also, ist dieser Part hier heute natürlich nicht der einzige Part heute, aber dieser Part hier beinhaltet das Team Galaktik-Gebäude in Hülle und Fülle. Den Erwerb des Fahrrades und schon ein paar Trainerchen auf der nächsten Route. Zum Beispiel Oleg. Ich habe mich wohl umsonst abgestrampelt. Sag mal, geht es hier abwärts? Ja. Wie der Fahrradweg in Kanto. Kannst du nicht umgehen, ne? Ich liebe Fahrräder, aber ich bin nicht sehr gut darin, platte Reifen zu flicken. In eine Badewanne tun. Katharina, hör mir mal zu. Wie folgt. Kati, hör mal. Catelyn. Siehst sehr sportlich aus. Das ist schon mal schön. Aber lass dir... Oh, ich bin im Nachteil. Lass dir mal was gesagt sein. Katharina. Du heißt nicht nur wie meine Ur-Urgroßmutter. Ich finde Katharina mal einen schönen Namen übrigens. Sondern, ja, warum, ne? Wenn ein Fahrrad, wenn ein Reifen Luft verliert,
könnt ihr einfach in eine Badewanne, in eine volle Badewanne den Reifen legen. Oder das Fahrrad komplett, wenn ihr meint. Und dann seht ihr, wo die Blubberbläschen aufsteigen, um die Stelle zu finden, wo es undicht ist. Das ist schon mal, da habe ich mich schon als Kind schlau gefühlt, weil ich das wusste. Sternschauer, Stärke 60, Spezial. Aber es gibt keinen Grund, ne? Also das Einzige, was in Frage käme, wäre Zertrümmerer, aber Sternschauer oder Zertrümmerer, ich meine, das ist wenigstens Kampf. Ich entscheide mich leider gegen gegen Sternschauer. Kabums! Da guckt sie. Da guckt sie. So, den Weg haben wir jetzt hinter uns gelassen. Da ist schon wieder jemand. Ist das nicht diese? Das ist aber ein tolles Fahrrad. Ich glaube, diese Sticker hier sind genau das Richtige für dich. Du erhältst 3 Himmelssticker B. Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, kommst du problemlos überall hin. Schön, dass alle 4 Wächter genau dasselbe brabbeln. Wo bin ich genau? Komme ich hier wieder da raus, wo ich denke? Hi, Let's Play Markus, wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ach, irgendwas zwischen fantastisch und hoffnungslos. Aber um mich geht es gar nicht. Ich habe hier was Tolles für dich. Na, Let's Play Markus, welche Hand soll es sein? Links. Verstehe, du willst also den Kampffahnder. Ich bin beeindruckt, Let's Play Markus, du weißt eben, worauf es ankommt. Du hältst den Kampffahnder. Moment mal, was wäre rechts gewesen? Damit kannst du Trainer ausfindig machen, die auf dem Rückkampf aus sind. Sag mal, hast du denn schon einen Pocket? Was für eine Frage, sicher hast du den. Prima, dann bekommst du auch noch das hier. Die passende Belohnung für deine harte Arbeit. Du hältst die Pocket-App Itemradar. Mit dem Itemradar kannst du nach versteckten Items suchen. Wirf öfter mal einen Blick auf die Itemradar-App. So erfährst du, ob in deiner Nähe ein Item auf dem Boden liegt, das du nicht sehen kannst. Besonders in dunklen Höhlen ist es ein echter Vorteil. Wir sollten jetzt aber am Pokédex weiterarbeiten. Professor Eibe zählt schließlich auf uns. Du bist die Einzige, die mich abhält. Okay, Tipps für Trainer, wenn Pokémon von Paralyse oder Schlaf betroffen sind, können sie möglicherweise nicht agieren. Widerfährt das deinem eigenen Pokémon, kann das im Kampf fatale Folgen haben. Versetzt du jedoch das gegnerische Pokémon in Schlaf oder Paralyse, ist es ein großer Vorteil für dich. Großer Vorteil. So, jetzt sind wir wieder hier und mit dem Fahrrad kämen wir da auch wieder zurück. Das heißt, ich kann in Erzlingen können wir heilen. So. Mir geht die Puste aus. Ich habe vieles vor. Im nächsten Part das 3. Teammitglied. Es gibt ein Rätsel, raten wer es ist. Naja, obwohl, so geheimnisvoll ist es gar nicht. Aber ich freue mich drauf und bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich freue mich sehr, wenn ihr da wieder dabei seid und wenn meine Stimme wieder ein bisschen erstarkt ist. Bis dahin aber, bis dann und ciao.